So. Die Höhle des Kelpies. Hinter dem Baum des Affen stieß ich auf eine Klippe. Es war ein riesiges Wandbild. In dem Wandbild waren ein Kelpie und eine Art runde, von Stein bedeckte Tür eingearbeitet. Ich sah keine Öffnung dafür. Das Wandbild ist bestimmt wichtig. Es scheint eine Art Eingang oder Tor darzustellen. Eine Fruchtschale, okay. Hier ist ein Sammelgegenstand. Okay, jetzt habe ich natürlich nicht darauf geachtet, ob wir hier schon mehrere so eine Dinge zu finden gab. Hier scheint nichts mehr zu sein. Okay. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Ja, das ist die Höhle, auf jeden Fall. Kann ich hier Wasser rein? Ah, sehr schön. Kaputte Dinge. Man sagt, dass Kelpien Kinder unter Wasser glocken, indem sie sie zu einem Ritt auf ihrem Rücken einladen. Am Strand des Sees lag ein altes Boot, in dem sich allerlei alte, kaputte und vergessene Spielsachen befanden. Ich weiß nicht, ob sie Fiona gehören. Ich hoffe es nicht. Eine kaputte Schleuder. Ah, hier sind noch mehr diese Früchte-Dinge. Eine Drachenschnitzerei. Schleudergriff. Okay, eine Drachenschnitzerei. Kann ich die irgendwo einsetzen? Na, wohl eher nicht. Nee, die kann hier unten rein. Fehlt mir aber immer noch eine Seite. Und ich weiß nicht, wo noch so ein Ding ist. Da. Okay, jetzt habe ich drei Fruchtschalen. Kann ich irgendwas hier mitmachen? Fruchtschalen. Reste wird er nicht fressen. Ich muss eine frische Frucht finden. Ja, was willst du denn damit machen? Da liegt noch. Ach doch, jetzt geht's. Dafür ist nur eine dieser Frucht, aber welche nur? Okay, das oben. Es hat diese Form mit so einen Strichen und blau, also das könnte die schon mal sein. Ich guck mal, ob das jetzt durch gut Glück. Scheint nicht so. Ich gehe nochmal zurück. Also. Das kann man ja schwer erkennen, finde ich. Das ist auf jeden Fall eine. So, eine kann das gut sein. Nee, die ist viel dunkler. Also es muss eine von den roten mit den Strichen hier sein und blau oben. Das könnte auch die hier sein. Nein, das stimmt nicht damit überein. Das kann ich schon mal ausschließen. Wie sieht's denn hiermit aus? Also dies ist auf keinen Fall. Die hat keine Striche. Die auch nicht. Die kann ich noch nicht ausschließen. Die kann ich ausschließen.
Die noch nicht zu 100%. Doch. In dem hier unten. Die kann ich noch nicht ausschließen. Die kann ich ausschließen. Die kann ich ausschließen. Die kann ich ausschließen. Die auch. Die auf jeden Fall. Die auch. Das könnte dieses hier sein. Also die kommt nicht. Die, nee, das passt nicht. Ja, sehr schön. Gut, dann kriegst du hier dein schönes Teilchen, Affe. Und tschüss. Gucken wir mal, tote Frau. Meine Güte, ich erkenne diese Frau. Das ist Fionas Mutter. Oh mein Gott. Fionas Mutter. Als der Affe weg war, konnte ich mir die Leiche endlich ansehen. Es war Fionas Mutter. Ihre Haut wirkte fast schon wie Porzellan. So weiß war sie. Ihrer Pose nach zu schließen, ist sie hingefallen, als sie aus dem Wagen rannte. War das ihr Wagen und warum ist der Schatten hinter ihr her? Hier ist ein Seil. Sünde. Okay, jetzt haben wir ein Seil. Das Nest des diebischen Affen. Er ist von seinen... Mann, so schnell kann ich doch nicht lesen. Er ist von seinen Errungenschaften umgeben. Gib ihm Gewichte. Okay, das ist Blödsinn. Aha, es funktioniert. Ich muss noch etwas mehr Kraft anwenden. So viel Sport habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Nigme. Okay, jetzt habe ich einen Ast. Was kann ich denn damit machen? Hier unten irgendwas? Nee. Hier noch irgendwas? Ne, hier habe ich alles. Ach, da komme ich vielleicht daran. Ach, alles klar. Verflixt, abgeschlossen. Ja, immerhin ist hier schon mal ein Gummiband. Die seltsame Kiste. Nach langem Versuchen schaffte ich es endlich, den Sack des Kobolds an Land zu ziehen. Als ich ihn öffnete, fand ich darin eine goldene Kiste mit einer aufwendigen Verzierung. Abgeschlossen natürlich. Bevor er ertrank, sagte der Kobold noch, dass diese Kiste sehr wichtig ist. Was befindet sich darin? Ob es etwas mit dem Kelpie zu tun hat? Werde ich damit Fiona retten können? Momentan ist das ja alles ein bisschen sehr traurig, finde ich. Musik ist auch eigentlich traurig. Es ist zwar eine einigermaßen schöne Umgebung, muss ich ja sagen, aber... Es ist schon eine traurige Stimmung. Hier die Leiche, dann der Kobold gestorben. Ich will den Affen nicht treffen, ich sollte vorsichtig sein. Nein, ich sollte nur auf die Gewichte schießen, wenn der Affe nicht im Weg ist. Ja, mache ich doch, oder nicht? So. Einmal kurz warten. Hallo, das war ja wohl in Ordnung. So. Wie das auf einmal alles hier rumwackelt. So, und her damit. Gewichte für das Mobiliar, würde ich mal sagen. Das Gewicht des Mobilis sollte auf beiden Seiten ausgeglichen sein. Ah, okay.
Ach, wie dumm. So. Huch. Dann wollen wir mal den Wagen betreten. Der magische Wagen. Der Wagen ist auf magische Weise zum Leben erwacht, aber als ich ihn betrat, herrschte darin ein heilloses Durcheinander. Ich bin mir sicher, dass der Wagen Fionas Mutter gehörte, aber es wirkt, als musste sie irgendwo hineilen. Fionas Spielsachen und die Sachen ihrer Mutter liegen überall verstreut. Es muss doch einen Hinweis geben, warum der Schatten hinter Fiona und ihrer Familie her ist. Ein Springteufel, das ist ein niedlicher Springteufel, aber die Kurbel fehlt, dafür sind hier Streichhölzer. Eine alte Schlüsselmaschine, um Schlüssel nachzumachen. Ja, das hat man natürlich immer dabei. Nicht schlecht. Schrank, ich muss die Scheiben in der Mitte irgendwie ausrichten. Oh. Der guckt aber freundlich. Ach, so ein blödes Drehrätsel, aber... So. So. Muss ich nochmal gucken. Ah, sehr schön. Finde Objektpaare. Okay. Finde Objektpaare. Sowas hier? Ah, alles klar. Hä? Ah, Schild und Ritter. Ball und... Ah, Pfeil und Armbrust. Bolzen und Armbrust, Entschuldigung. Schuh und Socke. Und Ball. Tennisschläger und Ball, klar. Löffel und... Bestimmt Gabel oder sowas. Tasse, genau. Und... Da, Gabel und Löffel. Feder und... Tinte oder sowas. Da. Dann noch... Was kann ich denn hier noch wählen? Flasche und Korkenzieher. Und was fehlt? Was fehlt? Ich würde sagen, hier da oben Zeiger und Uhr, aber... Ah, zweimal zu doll geklickt, sorry, zu oft geklickt. Ja, was kann denn das noch sein? Tja. Warte, das? Nö. Ja, jetzt weiß ich wieder mal nicht, was hier noch gesucht ist. Ich helfe mir einmal kurz. Ach. Oh, da wäre ich nie drauf gekommen. Okay. Kurbel. Für den Springteufel. Springteufel, eine Springente, eine Linse. Sehr schön. Und die können wir hier bei ihr einsetzen.
Dieses X scheint sich herausschneiden zu lassen. Adamantau. Huch, jetzt habe ich aber leider das Holz mit weggeschnitten. Ja, das hätte auch besser sein können, ich weiß. Ich versuche Fiona immer im Auge zu behalten, aber sie wandert immer wieder zum See. In dem See lauert etwas Böses. Ich kann es zwar nicht sehen, dafür aber spüren. Ein weiteres Kind aus dem Dorf ist verschwunden. Die Leute sagen, dass es das Kelpie ist, aber das kann doch nicht echt sein, oder? Packen ist angesagt. Ich treffe Jim in der Kapelle. Der Schatten. Ihre letzten Worte. Ich versuche Fiona immer... bla bla bla. Das hatten wir gerade. Gut, dann werde ich hier mal das zweite Ding einsetzen. Die kleinen Symbole, da sind kleine Symbole eingeritzt, aber sie sind so klein, dass man sie nicht erkennen kann. Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass sich einige Symbole wiederholen. Ja. Die beiden wiederholen sich. Dieses und dieses. Das kann ich nicht mit der Lupe, das macht mich mal wahnsinnig. Ich meine... das und das. Komisch, dass einem das nicht sofort auffällt. Da, die beiden. Ja, welche noch? Welche noch? Dieses und dieses. Das und das. Ja, und welches noch? Da, die beiden. Das und das. Immer noch nicht alle. Das und das. Huch. Hatte ich schon. Peinlich, jetzt mache ich das schon wieder aus. Wenn ich jetzt... ach nee, warte, hier das und das. Oh, jetzt komme ich mit meiner Zeit in Verzug. Ich sehe sonst keins mehr. Ja, ich muss mir einmal kurz Hilfe nehmen. Okay, das. Und das, alles klar. Gut. Lösen Sie 25 Minispiele, ohne eines zu überspringen. Nicht nacheinander. Sehr schön. Da hat sich das Tor geöffnet. Aber ich mache jetzt erstmal wieder eine Aufnahmepause da. Ja, ich nehme immer nur eine Stunde auf. Das sind dann drei 20-Minuten-Parts und ich finde, das ist immer so okay. Und dann mache ich die anderen Parts wieder. Dann nehme ich irgendwann demnächst wieder eine Stunde auf. Also sehen wir uns wieder in der nächsten Aufnahmesession oder wir sehen uns gleich schon online, je nachdem, wann ihr das hier alles guckt. Bis dahin.